Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers, hier wieder der Olli für euch am Start und zwar mit der ersten Folge der Card Review über die bisher revealten Karten zu Knights of the Frozen Throne, welche uns jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen ereilen wird. Genau Freunde, wir möchten uns jetzt mal wieder, wie das so bei Card Reviews so Brauch ist, vereinzelt mal die Karten anschauen, die bisher bekannt gegeben wurden seit dem 24. Wir haben heute den 28. Erstmal wurde es ein bisschen slow, ne? Also die Karten kamen erst nach und nach raus, teilweise wirklich vereinzelt, aber dann hat es da doch ein bisschen an Fahrt aufgenommen und ich dachte mir, jo, komm, 4 Tage danach kannst du mal loslegen, über die Karten zu reden, die bisher, ja, revealed wurden. Und wäre natürlich wieder schön, wenn ihr euch in den Kommentaren dann ein wenig einbringt, wir zusammen diskutieren können über die Wertigkeiten der bisher Karten, wie sie in die Meta passen, was da für Sachen vielleicht erscheinen könnten, ein bisschen predikten, ein bisschen fachsimpeln, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Sache. Und wir fangen an von links nach rechts natürlich mit Druide. Und wir beginnen mal mit der ersten Karte, Hedronox. Für 9 Mana, 3-7, ein Beast, Deathrattle, summon your taunt minions that died this game. Okay, also pretty strong Effekt auf jeden Fall. Also vom Effekt her kann man nichts sagen. Wenn man einen ziemlich Taunt-lastigen, Control-lastigen vor allem Druide spielen, der viele Taunt-Minions hat, ist er auf jeden Fall zu gebrauchen. Ich habe hier schon mal meinen Ramp-Druid aufgebaut, aufgerufen. Im Moment befindet sich darin ein Curator und ein Primordial Drake. Ist natürlich nicht super krass und Hedronox für in der 9. Runde für 3-7er Minion, was denn stirbt, dann die... Versteht ihr? Es hört sich ein bisschen zu slow an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es könnte cool synergieren auf jeden Fall, wenn wir mehr Taunt Minions reinpacken, mit Wild Growth, Innervate, die irgendwie rausprügeln oder die vielleicht sogar mit Barns bekommen. Aber es fehlt mir auf jeden Fall das Taunt-Potenzial. Es ist ähnlich wie bei Nezoth, aber Nezoth kommt auch erst in der 10. Runde, hat bessere Stats und holt eben wieder Deathrattle-Viecher her. Es wird auf jeden Fall ein Control-lastiger Druide sein, deswegen fällt mir da zuerst Ramp Druid so ein, der diese Karte eventuell ins Deck mischen wird. Aber eben auch, das ist es eben. Also sie ist wirklich sehr, sehr slow. Deathrattle ist slow, weil es muss erstmal ausgelöst werden. 3-7er zerstört sich nicht von selbst. Und auch der Effekt muss synergieren im Deck. Also so viele Taunt Minions spielt ein Control-lastiger Druide für gewöhnlich nicht. Und deswegen weiß ich nicht so recht bisher. Wir wissen zu wenig über den Druide. Es wurden erst 33 Karten von insgesamt 135 released. Deswegen kann ich zu dieser Karte noch nicht sehr, sehr viel sagen. Es ist ein starker Effekt, aber da muss noch ein bisschen was kommen. Dann die nächste Karte für 5 Mana, 5-3, der Fate Spinner. Choose a Deathrattle secretly. Das erste Mal, dass wir also ein Deathrattle zum Choosen bekommen. Und die zwei Effekte sind entweder deal 3 damage to all minions or give them +2/+2. Den einzigen Effekt, den man jetzt da möglicherweise etwas vergleichen könnte, wäre jetzt der von Szenarios, der auch mit einem Battlecry, also Battlecry-ähnlichen Effekt, ist ein Choose-One-Effekt, +2/+2 gibt, aber einfach zu spät kommt. Deswegen wird Szenarios in der Regel auch nicht so oft gespielt. Aber Deal 3 Damage finde ich ziemlich stark. Weil 5-3, er hat nichts, was ihn schützt. Dieses Vieh würde im Zweifelsfalle easy geklärt werden. Also man kann ihn easy klären, einfach mit 3-2er Easy Minions oder mit Rough, mit Frostbolt, mit Fiery Axe und so weiter. Aber gerade die 3 Damage finde ich relativ lecker, einfach nur deswegen, weil ein Druide sehr wenig Feedclear hat. Er hat Starburst, er hat Swipe und das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon. Und deswegen ist ein Druide einfach darauf angewiesen, entweder ich spiele relativ früh dicke Minions oder ich mache mein Board voll, ähnlich wie beim Aggro-Druid und mit Living Mana und so weiter. Es könnte eine starke Karte sein, könnte synergieren, aber kann ich leider bei 2 Karten für die Druide auch nicht viel zu sagen, leider. Aber ich sehe Potenzial in dieser Karte auf jeden Fall. Weil ich sehe eigentlich so ziemlich in jeder Karte Potenzial, die eine Choose-Sache hat. Es sei denn, es ist wie bei Hüter des Heinz, der dann plötzlich von 2-4 auf 2-2 geht. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten. Aber an sich eine coole Karte auf jeden Fall. Wir kommen zur nächsten Klasse. Klasse, Klasse, Klasse. Ich bin hier dann. Dankeschön. Klasse. Zu Hunter. Deathstalker Rexa haben wir schon behandelt und Professor Putrescide haben wir als Legendary für den Hunter. Eine sehr, sehr interessante. Für 4-5-4, schon mal ganz gute Stats. After you play a secret, put a random Hunter Secret into the battlefield. Sau stark. Wird das Revival von dem gefürchteten Secret Hunter aus Karazhan sein oder nicht?
das bleibt abzuwarten. Wir kriegen auf jeden Fall ein neues Secret, das wissen wir schon mal. Also werdet ihr gleich wissen, sobald ich es behandelt habe. Secret Hunter war im Karazhan, wie gesagt, recht stark, aber auch nur deswegen, weil es sehr viele boardlastige und sehr viele aggro-lastige Decks gab. Jetzt gegen Ende der Meta von Unguru wurde es doch ein bisschen control-lastiger, einfach nur deswegen, weil Quest Rogue genervt wurde. Putricide kann auf jeden Fall im Secret Hunter sehr, sehr gute Dienste erweisen. Einfach nur, man spielt ihn in der vierten Runde, haut einen Secret hinterher und hat gleich ein zweites Secret. Und die Secrets von Hunter sind in der Regel auch alle gut. Ja, ich denke auch, gerade mit dem nächsten Secret, was dann gleich kommen wird, kann ich da noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber an sich, total coole Karte. Im schlimmsten Fall spielt er für 4 und 5 4 raus, was halt kein Beast ist. Deswegen im Midrange Hunter würde er wahrscheinlich nicht synergieren. Control Hunter, wenn es mal einen geben sollte, auch nicht wirklich. Also wenn, dann im Secret Hunter. Und wie gesagt, dazu kann ich jetzt noch nicht viel sagen, ob er sich durchsetzen wird oder nicht. Dann Abominable Bowman für 7, 6, 7. Death Rattle, summon a random friendly beast that died this game. Die Karte finde ich nicht gut. Und zwar nicht deswegen wegen der Karte, sondern weil es eine Hunter-Karte ist. Hunter spielen sehr viel mit Beast, das ist klar, aber auch sehr viele schwache Beast. Raptor, Hatchling, Timberwolf, Fiery Bat, Jeweled Macaw, Ally Cat und so weiter. In Midrange bis aggro-lastigen Decks spielt man sehr gerne eben diese kleinen Minions, um sehr schnell Board und Schaden zu gewinnen. Und Abominable Bowman könnte natürlich auch einen King Crush, wenn man ihn gespielt hat, oder meinetwegen, was wäre ein halbwegs guten Knuckles, einen Infested Wolf rufen, ganz klar. Aber es ist random. Und random ist nicht consistent. Und wir spielen auf jeden Fall mit sehr viel billigen Beasts. Und wenn er sowas ruft, ist halt ein 6-7er für 7, was echt slow ist für Hunter. Ihr müsst mal gucken, ihr müsst einfach mal auf die Mana-Kosten achten. Was ist denn das teuerste, was man ansonsten spielt? Tundra Rhino, Savannah Highmane und da hört es eigentlich auf, ja. Manche spielen noch Call of the Wild, aber diese Karte lohnt sich auch ziemlich, ja. Die kann halt das Comeback starten oder den Finisher darstellen, je nachdem, wie man sie einsetzt. Swarm Kick Dread spielt man nicht, Giant Sandworm auch nicht. Und King Crush auch nicht. Also das heißt, es ist einfach eine relativ teure Karte und dadurch, dass man der 6-7 auch erstmal sterben muss, dass dieses eventuelle Beast, was ja Value haben muss in diesem Teil, sonst würde man diese Kosten nicht bezahlen, es ist zu slow. Also mit keiner bisher bekannten Mechanik vom Hunter sehe ich diese Abominable Bowman korrespondieren. Das müsste was ganz Neues sein, es müsste wirklich ein Control Hunter sein. Und für mich machte bisher Control Hunter keinen Sinn, aber nur deswegen, weil er keinen Heal-Effekt hat, er hat keinen Armor-Effekt. Wenn Deathstalker Rexxar vielleicht sich durchsetzt, ich weiß es nicht. Aber ich denke, Hunter ist für so eine Karte die falsche Klasse. Ich halte sie für nicht besonders gut bisher. Dann kommen wir zu Venom Strike Trap, das besagte Secret. When one of your minions is attacked, summon a 2-3 poisonous Cobra. Die Cobra wird höchstwahrscheinlich ein Beast sein, deswegen korrespondiert sie wunderbar mit Houndmaster. Wo ist er? Mit Houndmaster, mit Crackling Razormaw und anderen Effekten. Ist schon mal sehr, sehr cool. 2-3 poisonous Cobra ist für viele Viecher, gerade dicke Spottler und so weiter, sehr oft das aus, weil es halt poisonous ist. Und sie kann auch nur mit relativ starken Feel-Clears dann gecleared werden, wenn man das ganze Board zerstören will. Aber na gut, es ist halt eine 2-3. Ah, die ist ja gar nicht. Ach, was rede ich denn? Die ist ja gar nicht stealthed. Die ist ja gar nicht stealthed. Die liegt dann aber nur da. Trotzdem, es ist ein Minion. Eigentlich ein etwas ein bisschen langsameres, weil es halt erst ausgelöst werden muss. Aber ihr gewinnt einfach Board dazu und ihr habt Beast-Potenzial. Deswegen, ich würde es ja auf jeden Fall mal reinmachen, gerade in so einem Beast, gerade in so einem Secret Hunter. Und ja, man könnte es ausprobieren. Es ist noch zu fragen, weil da sind ja noch, wie viele? Noch 5 Karten vom Hunter, die noch released werden. Wenn da noch weitere Sachen kommen, habe ich gerade mich verdrückt. Moment. Lup. Also wenn da noch weitere Karten, ein oder zwei, kommen für den Secret Hunter, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil Secret Hunter hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch bei der passenden Meta wirklich Cancer. War auf jeden Fall eine coole Zeit mit Secret Hunter. Mal gucken, ob der Putricide und sich das Venom Strike Trap sich durchsetzen. Als nächstes hätten wir für 3-4-3 ein Beast, nämlich der Bearshark. Bearshark, mega cool. Can't be targeted by spells or hero powers.
Es ist einfach ein 3-Cost-Minion. Wir können uns eine schöne Curve aufbauen mit Raptor, Hatchling, Timberwolf, Ally Cat, zweite Runde, Crackling, Razormaw, wie man es eben so gerne macht. Oder vielleicht in der dritten Runde sogar schon den zweiten Runde vielleicht sogar schon den Bärschark rufen. Der Bärschark ist deswegen cool, weil er eben nur durch Fiery Axe, diese typische 3-Verteidigungs-Clear, geklärt werden kann überhaupt. Durch Wrath und Frostbolt geht's nicht. Und es behindert uns auch nicht, bei unserer allgemeinen Synergie, denn Houndmaster kann dieses Vieh trotzdem pushen. Und es kann auch trotzdem von Timberwolf und von, wie heißt die eine Karte, der 2-4er-Löwe, der aus Animal Companion rauskommt, Leok, kann er trotzdem gepusht werden. Er hat eine Beast-Synergie, das heißt also Kill Command synergiert mit ihm auch. Es ist eine leckere 3-Cost. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr leckere 3-Cost-Minion. Synergiert in einem Hunter, hat 4-3-Stats, kann also rundum gute Karte. Rundum gute Karte. Würde ich auf jeden Fall in einem Midrange-Hunter reintun. Ich halte Bärschark für eine sehr, sehr krass synergierbare Karte. Doch, bisher eigentlich das Stärkste, was ich bei Hunter sehe. Es sei denn, der Secret Hunter wird krass, aber Bärschark auch in Arena finde ich cool. Vor allem das Design ist cool. Das muss man einfach mal sagen. So, wir kommen zum Magier. Da haben wir erstmal den Helden, nämlich Frostlich Jaina. Für 9 Mana verwandelt sich unsere Jaina nämlich in Frostlich Jaina. Ihr kriegt 5 Armor und ihr summont ein 3-6 Water Elemental. Moment, wir müssen erstmal hier bei unserer Bibliothek wieder zum Water Elemental, genau. Und Oyo Elementals have a lifesteal for the rest of the game. Okay, das ist also auch scheißegal, ob sie auf dem Feld liegen anscheinend, ob sie auf der Hand sind oder im Deck. Hört sich zuerst natürlich relativ stark an, aber was mich daran auch wieder stört. Ich habe einen Mage Elemental, also einen Elemental Mage und einen Elemental Shaman am Anfang von Unguru mal ausprobiert und einfach die Erkenntnis gehabt, man kann den Wut und Curve spielen. Er kann auch relativ gut Tempo erzeugen und er hat starke Minions, das auf jeden Fall. Aber ihm geht irgendwann die Puste aus gegen Ende. Und wenn Frostlich Jaina wenigstens mal 7 kosten würde, ist okay. Aber in der 9. Runde sollte ein Elemental-Deck, ein reines Elemental-Deck zumindest, eigentlich Feierabend machen. Da sollte man sich nicht mehr groß healen müssen mit Lifesteal, sondern man sollte eigentlich schon relativ kurz vor Feierabend stehen, weil dieses Deck nicht wirklich ein Endgame hat. Dieses Deck, habe ich Game oder Deck gesagt? Ich meinte Deck. Dieses Deck hat nicht wirklich ein Endgame. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt groß synergiert mit den bisher released Karten. Wir wissen, wie gesagt, nur 33 von 135. Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber bisher wirkt sie zu slow. Wirkt sie zu slow und ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn die Elementals jetzt alle Lifesteal haben, weil es ist ähnlich wie bei Hunter. Ihr solltet eigentlich die Gegner einfach mit euren Schaden zuballern, bevor er sich groß healen kann. Gut. Dann kommen wir zur Legendary vom Mage Syndra Goza. Einfach nur mal das Schoßhündchen von Lich King Arthas. Ehemals die Gattin von Maligos, die während in Ancient War vor 10.000 Jahren gegen Deathwing schwer verwundet wurde, in Northrend zu Fall ging, auf die Rettung durch ihren Gemahl in Zorn gestorben ist, weil er nicht kam, und dann wieder erweckt worden in Wrath of the Lich King als Frostworm-Königin. Irrsinnig krasser Charakter und sehr, sehr interessant gebossed gewesen bei ICC. Egal, wir sind nicht bei der Lore, nur mal so nebenbei. Battlecry, summon 2-0-1 Frozen Champions. Das Ding hat 8-8 für 8. Das ist ziemlich cool, denn diese Frozen Champions sind 0-1 Minions für... Nee, für gar nichts, die beschwört ihr einfach. Und wie gesagt, ja, es werden Random Legendaries auf eure Hand gespawnt, wenn die sterben. Okay. Das kann natürlich ein paar Züge dauern, weil ihr müsst natürlich entweder die selbst auslösen mit für 2 Mana mit eurer Hero Power oder euer Gegner macht das mit dem Field Clear für euch. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Diese Random Legendaries können selbstverständlich was ziemlich Krasses sein. Es kann aber natürlich auch was Dummes sein, ganz klar. Das ist, ich würde sagen, schon fast 50-50 Chance, ob das was Nützliches wird. Aber es frischt einfach eure Hand ein bisschen auf jeden Fall. Das heißt also, ihr geht 2 plus durch diese Karte, potenziell gesehen, aber natürlich mit einer Verzögerung. Syndra Goza, für 8 Mana, 8 Cost Minion, ist eine starke Karte, auf jeden Fall. Also ich würde, also gerade bei Arena sehe ich die ziemlich. Aber
ob sie, ne, wir haben halt Kandidaten, die im Moment bei Magier gespielt werden, wie Medivh, wie Tonidas, wie Antonidas, wie eigentlich immer. Es gibt einfach sehr, sehr starke Legendaries bei Magier. Da weiß ich jetzt nicht, ob so ein Syndragosa sich mega durchsetzen wird. Auch keine wirkliche Drachenmechanik ist da jetzt zu erkennen. Wir schauen mal. Also auf jeden Fall, rein von der Mechanik her, finde ich sie gut. Ich weiß nur nicht, ob sie sich durchsetzen wird. Als nächstes hätten wir Ghastly Conjurer, ein 4-Cost-Minion 2-6. Battlecry, add a Mirror Image Spell to your hand. Ist ganz cool. Ich denke gerade für Aggro, gegen Aggro, ziemlich cool, weil ihr bekommt für 4 ein 2-6er Minion und noch ein 0-2 Minion. Und ein Mirror Image sollte 0 kosten. Also zwei Minions für 4, 1, 2, 6 und 1 mit 0, 2 und Sport. Ihr verhindert damit ein bisschen Schaden auf jeden Fall und mit 2, 6 kann man auch ganz, ganz lecker clearen. Also man kann sehr, sehr lecker traden, 1 bis 2 oder 3 Mal sogar, je nachdem gegen was ihr spielt. Deswegen finde ich das ein relativ, also es ist, so sehe ich diese Karte eigentlich eher als Dämpfer gegen Aggro. Also für sowas, für einen tempolastigen Magier, könnte man mal reintun. Auf jeden Fall. Mal ausprobieren, mal gucken, wie sich die Meta entwickelt. Wie ich sagen möchte, für eine Meta-abhängige Karte, aber an sich nicht schlecht. Dann der Cold Wrath für 3, ein 3-4er, Battlecry, if an enemy is frozen, draw a card. Schön. Schöne Karte. Auf jeden Fall gefällt mir. Denn im schlimmsten Fall spielt ihr ein 3-4er für 3, was nicht schlimm ist. Und wenn ein Enemy frozen ist und wie es aussieht, gehen da manche Leute, wie zum Beispiel Schamane, wie ihr auch sehen werdet, auf Freeze. Und wir haben sowieso jetzt schon Zahlen wie Frost Nova, wir haben Blizzard, wir haben Icelands. Nee, Icelands ist rausrotiert, was rede ich. Und das Water Elemental und Cone of Code auch. Das heißt, wir haben Chancen, einen Freeze-lastigen Magier zu bauen und eine Karte ziehen kann spielentscheidend sein. Ganz einfach. Und wie gesagt, man kann sie schön on Curve spielen. 3-4 sind leckere Stats. Im schlimmsten Fall spielt ihr für 3 und 3-4er, was nicht schlimm ist. Deswegen auch im gegebenenfalls recht gute Karte. Gegebenenfalls nicht nur, aber vielleicht sogar wirklich ein Muss in manchen Decks. Nebenbei bemerkt, finde ich sehr, sehr cool, denn wir haben praktisch die drei Spec-Möglichkeiten von Death Knights in diesen Decks, in diesen Klassen jetzt drin. Wir haben wir haben Death Rattle-Effekte beim Druid, das heißt also die Nekromantenfähigkeit von Todesritter. Wir haben Freeze bei Schamane und Magier, das ist die Frostfähigkeit von Todesrittern. Und wir haben Lifesteal, das ist die vampirische, die Blutmagie von Death Knight. Das sind praktisch die drei Spec-Möglichkeiten von WoW, also nebenbei bemerkt. Und das erinnert mich dann wieder ein bisschen an Gadget-Zahn, wo wir eben auch wieder drei Gangs haben und die sich drei Gangs haben, die sich dann praktisch durch neun teilen. Und hier haben wir das eben mit den Specs von den Todesrittern. Finde ich cool. Auf jeden Fall geil. Gut. Dann kommen wir zum Paladin. Genau. Als erste Karte haben wir die Legendary Bolvar Fordragon, nicht Bolvar Fordragon, sondern Bolvar Fireblood, was aber eigentlich die eine und dieselbe Person ist. Zu Bolvar Fordragon werde ich aber auch noch während meiner zweiten Lich King Lore ein wenig mehr erzählen. Also zum Dato, wenn ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut, aber bisher habe ich nur den ersten Teil von zweien von meiner Knights of the Frozen Throne Lore rausgebracht. Da Bolvar wird auch noch vorkommen. Gut. Aber jetzt behandeln wir erstmal die Karte. Bolvar Fireblood für 5, ein 1-7er, Divine Shield, after a friendly minion, loses Divine Shield, gain plus 2 Attack. Leider Gottes muss ich sagen, dass ich diese Karte nicht sehe. Denn, Moment, show all cards. Ähnlich wie er, wirkt er im ersten Moment gar nicht schlecht, aber er ist zu slow. Er ist einfach zu slow und Bolvar Fordragon, den konntest du wenigstens auf der Hand halten, bis mal wegen mal 6-7 Minions gestorben sind und dann hast du ein dickes Vieh. Ein dickes Vieh, was aber während der ganzen Runden ein totes Minion ist. Auch Bolvar Fireblood werdet ihr nicht einfach so spielen. Ja, also ich meine, er wird angegriffen, dann ist es ein... Ah, warte mal, der kriegt plus 2 Attack. Moment, er kriegt plus 2 Attack. Dann, wenn er selber seinen Divine Sheep wegkriegt, dann hat er 3-7. Wenn er natürlich so ein Divine Shield-mäßiges Deck spielt, Divine Shield sich vielleicht sogar in der Meta ein bisschen durchsetzt durch viele Adept-Möglichkeiten und dann meinetwegen so Sachen spielt wie zum Beispiel, wo ist er? Kostet er 3? Ah ja, da haben wir ihn, ja. Wie zum Beispiel Blood Knight oder irgendwas. Dann müsste das eigentlich auch triggern, aber nur bei den freundlich, also nur bei den eigenen Minions, die dann Divine Shield. Ah, ich weiß nicht, es ist halt trotzdem nur ein Strong Minion, was keinen Taunt hat, keinen Nichts hat eigentlich. Also auch leicht geklärt werden kann. Also bisher sehe ich ihn nicht.
muss ich sagen. Es gibt definitiv bessere Legendaries für Paladin und... Also, so sehe ich ihn bis jetzt noch nicht, aber wir kennen auch noch nicht alle Karten. Bisher sehe ich ihn aber leider nicht. Dann hätten wir Light's Sorrow. Für 4, ein 1-4, eine 1-4-Waffe. After a friendly minion loses Divine Shield, gain plus 1 Attack. Ah, da könnte sogar schon eine Synergie draus werden mit Divine Shield und Divine Shield verliert hier. Das ist natürlich was anderes. Wir haben natürlich auch noch den Wicker Flame. Die brauche ich euch jetzt nicht zeigen, weil die habe ich leider nicht. Ich könnte höchstens auf Crafting gehen. Wo ist er denn? Ach, Moment, ich muss erstmal zum Paladin. Hier, Wicker Flame Burn Bristle. Der hat natürlich auch Divine Shield. Man könnte natürlich erwarten, dass sich Divine Shield in irgendeiner Weise durchsetzt. Das könnte sein. Aber sie bekommt erst, also sie wird als 1-4er-Waffe gespielt in der vierten Runde. Da könnte er auch genauso gut eine True Sylvester Champion spielen. Und wenn ihr nicht instant sowas wie ne, Blood Mage oder irgendwas spielt, oder Blood Knight, halte ich die Karte auch für ein bisschen zu slow, muss ich sagen. Aber vielleicht wäre sie auch zu krass, wenn sie billiger wäre, weil wir noch gar nicht wissen, was da noch für Synergien hinterstecken. Deswegen abwarten. Eine interessante Sache mit diesem Loose Divine Shield. Interessante Sache. Und vor allem nichts, wo man jetzt irgendwie Divine Shield opfern musste, sondern ihr spielt einfach Divine Shield und tradet. Ne, tradet, haltet das Board sauber und dadurch passiert irgendwas Krasses. Mal gucken. Dann die nächste Karte, Howling Commander. Die ist, denke ich, auch brandneu revealed worden. Für 3, 1, 2, 2er, Battlecry, draw a Divine Shield Minion from your deck. Also tatsächlich ist es so ein Divine Shield Mechanik. Was haben wir denn für Divine Shields? Also, ja gut, viele. Ne? Also Paladin hat ja ein paar. Auf jeden Fall. Halt mal den Filter da weg. Aber viele, die auch nur Divine Shield geben können, wie zum Beispiel hier Agent Protector und so weiter. Wir haben halt auch noch, na klar, diesen 1-1er Minion. Argent hier, Argent Squire, genau. Muss man abwägen. Muss man abwägen, wie man es einsetzt. Aber wenn es so ein Midrange-lastiger Divine Shield, man hat auch schon Divine Shield Aggro gesehen bei Gadgetzahn. Das war eigentlich auch recht strong, habe ich auch gerne gespielt. Aber mal schauen. Mal schauen, ob es sich durchsetzt. Wenn es sich durchsetzt, ist Howling Commander, denke ich, recht gut. Weil alles, was euch plus 1 gibt, ist eigentlich auch gerade im Early Game, dritte Runde kann man noch als Early Game sehen, recht stark auf jeden Fall. Dann hätten wir Chillblade Champion. Ne, den kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon behandelt bei dem Reveal, bei dem Release von der neuen Erweiterung. Dann kommen wir zum Priester, der nichts Neues dazu bekommen hat. Den müssen wir überspringen. Und den Rogue. Der hat zwei Karten Release bekommen, nämlich, revealed bekommen, nämlich erstmal Plague Scientist für 3, ein 2-3er. Combo, give a friendly minion poisonous. Okay. Das heißt, meinetwegen, irgendwas Agro-lastiges vielleicht. Mit Pirates drin, zum Beispiel, ne, hier, der gute Captain Glubschauge, ja, Patches the Pirate, und den einfach mal kurz Poisonous geben. Ist stark. Ich muss mal gucken, ich klicke mal kurz auf die Karte, ich bin auf Halfporn übrigens. Wo sehen so die anderen Leute den? Ranked Deck? Ja, viele sehen den. Also Poisonous ist zweifelsohne eine sehr, sehr interessante Mechanik, eine sehr nützliche Mechanik, gerade deswegen, weil man ja davon ausgeht, dass es eine recht langsame Meta wird. Im Moment ist sie auch eher langsam. Und da durchzubrechen oder einfach nur Schaden zu vermeiden, indem man mal ein schwaches Minion mit, was vielleicht gerade gespielt wurde und Ansturm hat, und den damit zu clearen. Man hat einen 2-3er-Minion für 3. Ja, kann man machen. Kann man machen, ist eine starke Karte. Gibt sehr viele Ereignisse, also sehr viele Situation, die ich mir vorstelle, wo diese Karte auf jeden Fall gut kommen kann. Dann haben wir Leeching Poison. Give your weapon lifesteal. Okay. Give your Leeching... Ach, das weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Denn auch Control Rogue ist nicht wirklich krass. Ich weiß nicht, dieses Lifesteal sorgt es dafür, dass gerade diese Klassen, die sich nicht selber heilen können, länger durchhalten können und deswegen Control-Status erlangen könnten überhaupt. Aber ich würde Rogue zweifelsohne weiterhin eher aggressiv spielen. Und was haben wir denn für Waffen für den Rogue? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Na, wir haben die natürlich standardmäßige 1-2-Waffe, die er als Hero-Power hat. Wir haben Predator's Blade, was keine Sau spielt und niemals spielen sollte. Obsidian Shard, was nicht gespielt wird.
Assassin's Blade, was auch keiner spielt, der ist einfach nicht so der Waffenmensch. Und ich meine, allerhöchstens, wenn ihr sie unaufgepimpt lasst, regeneriert er dadurch so und so oft drei Schaden, wieder drei Leben dazu. Nö. Nee, echt nicht. Nö. Beim Warrior werde ich, glaube ich. Nee, der auch nicht. Nee, Legion Poison, sorry. Sehe ich nicht wirklich. Gut, dann kommen wir zum Schamane. Leider noch keine Legendary beim Schamane re-wield, aber dafür zwei andere Karten, nämlich einmal Voodoo-Hexer für 5, 2, 7, Taunt. Freeze an enemy character damaged by this minion. Gut, also 2-7er Stats. Wir können es gerne vergleichen mit natürlich dem Water Elemental. Das ist nämlich ein 3-6er. Aufkumuliert haben sie dieselben Stats, aber 3-6 finde ich. Nee, eigentlich ist 2-7 auch ganz cool. Also auf jeden Fall eine recht defensive. Water Elemental kannst du recht universell einsetzen und Voodoo-Hexer, klar, auch deswegen, weil sie Spott hat, auf jeden Fall defensiv gemeint. Ja, kann auf jeden Fall freezen. Also egal ob groß oder klein, er slowt. Muss man abwägen. An sich keine schlechte Karte, auf keinen Fall. Nur sollte auf jeden Fall irgendwas, also nicht nur die nächste Karte, sondern auch weitere Freeze-Synergien kommen, weil bisher sieht es danach aus, dass Schamane auf jeden Fall auch in irgendeiner Weise in die Freeze-Mechanik mit einsteigen wird. Aber bis jetzt haben wir halt echt nur eine Karte, die heißt nämlich Frostshock und wird fast nie gespielt. Vielleicht wird sie jetzt öfter gespielt, dadurch, dass jetzt diese Frost-Mechanik dazukommt oder diese Frost-Mechanik beim Schamane wird sich nicht durchsetzen, kann auch sein. Aber wir dürfen gespannt sein. Wir schauen uns mal die nächste Karte an. Icebreaker für 3, 1, 3. Destroy any frozen minion damaged by this. Okay, das heißt, wir freezen ein Vieh und zerstören es mit Icebreaker. Für 3. Okay. Was stört mich an dieser Karte? Man braucht auf jeden Fall, sie muss vorbereitet werden. Ja, also eine 1-3er Waffe für 3 ist arschscheiße. Und also ihr müsst in irgendeiner Weise noch eine zweite Karte haben. Somit also würde ich diese Karte auch nur spielen, wenn ihr wirklich eine krasse Freeze-Synergie habt. Und dazu kann man bisher noch nichts sagen. Klar, ein Schamane kann sich healen, das heißt, er kann auch mal einen Big Minion damit traden, falls es eine krasse Bedrohung darstellt. Aber er hat eben auch Doomhammer. Er hat so viele schöne Waffen, dieser Schamane. Auch noch, wo ist er? Hier, Jade Claws, was wahnsinnig gerne gespielt wird. Wo ist er denn hier? Wo ist denn diese Scheißwaffe? Mann. Wo ist er denn? Da die 1-3er-Waffe, die für Zauberschaden besser wird. Bin ich behindert? Ich bin behindert, ihr wisst, was ich meine. Ah, nee, die wurde ja teurer gemacht, ne? Ja, hier, Spirit Claws. Spirit Claws, also es sind alles starke Waffen, nur Icebreaker. Wie gesagt, man muss abwarten. Kann ich noch nicht viel zu sagen. Bisher recht scheiße. So, und dann kommen wir zu unserem Sorgenkind Warlock, der in der Meta ganz, ganz weit abgeschieden ist. Und es sieht auch nicht nach Besserung aus. Ja, unser Sorgenkind, der Warlock, hat 2 Karten Release bekommen. Und die erste war Blood Queen Lanethal. Für 5 ein 1-6er Minion has Lifesteal, has plus 1 attack for each card you've discarded this game. Ja, da kann man halt nur beten, dass ihr einen Discard-Lock spielt und dass die recht spät kommt. Weil wenn ihr die auf der Starthand habt oder relativ früh zieht und mit abschmeißt, ist sie für den Arsch gewesen. Discard-Lock ist relativ viel mit Karten ziehen. Ihr werdet auch relativ viel, während des Spiels wahrscheinlich sehr viel Schaden einstecken. Da ist Lifesteal natürlich nicht fehl am Platz vor, ja gut, ich meine, ich wollte gerade sagen, control-lastigen Warlock. Man hat den Handlock gesehen, der sehr lange Meta war. Da wird sie wahrscheinlich zu spät kommen. Oder ihr werdet nicht viel genug discarden für sie. Aber ganz ehrlich, ich meine, eine Doomguard bedeutet schon mal, dass es ein 3-6er mit Lifesteal ist, aber auch für 5. Versteht ihr? Für 5. Also da muss schon kräftig was discardet werden. Also
Es ist ähnlich wie bei Lakari Sacrifice. Wenn ihr einfach einen control-lastigen Discard-Lock spielt, wo Lakari Sacrifice sogar... Es ist zu langsam. Es ist einfach zu langsam. Das gefällt mir daran einfach nicht. Lakari Sacrifice haben wir auch gedacht, ach komm, ach mal so ein Fünftel des Decks discarden, dass das funktioniert. Aber wann ist das denn geschafft? In der 6., 7. Runde. Ja, und da ist genau das gleiche wie Blood Queen Lanethal, dass sie die spielt, dass die überlebt, also ein Fireball und die ist weg und dann ein- und zweimal angreifen kann, sodass er euch wieder vollständig regeneriert. Sie wirkt zuerst sehr viel stärker, als sie ist. Und 5 Mana, also da spiele ich eine Doomguard raus für, ja, 5-7 damit mit Ansturm, ja. Und durch seinen Discard-Effekt bei einem Discard-Lock holt er auch noch in der Regel Vorteile raus, indem er ein Silverware Golem zum Beispiel abschmeißt. Also, ich weiß nicht. Ich bin leider nicht sehr beeindruckt von ihr, obwohl es ein sehr, sehr cooler ICC-Boss ist und ist eigentlich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, wir warten ab, vielleicht kommt noch ein bisschen mehr. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Discard, wir kennen erst 2 Karten, mal schauen. Dann sind wir bei Sangreen Revealer, der ist glaube ich auch brandneu jetzt, für 1-1, für 1-1-1er, Battlecry, Destroy a Friendly Minion and gain plus 2-2. Freunde, das ist krass. Das ist echt krass. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass der Pteranodon, also ich zumindest hab's gesehen, ich habe nämlich Warlock ja mit einem Disco-Lock vorgestellt und auch im Verdant Unguru, der zumindest am Anfang ziemlich gut geklappt hatte, inzwischen leider nicht mehr. Aber Ravenous Pterodax hat zum Beispiel wunderbar funktioniert, indem man einfach nur das komische Ei hier, ne, Devilsaur Egg, genau hier, Devilsaur Egg damit platzen lässt. Und das kann man mit dem genauso gut machen. Dann habt ihr gegebenenfalls in der dritten, je nachdem, vierten, in der dritten, vierten Runde, also je nachdem, wann er spielt, könnt ihr den auch vielleicht auch rauscoinen, den Sanguine Revealer, habt ihr in der dritten Runde mit Coin einen 3-3er und einen 5-5er stehen. Also nur mal so, Kombo-Potenzial. Das Ding hat Kombo-Potenzial, ich find's cool. Ich find's auf jeden Fall cool. Wir werden auch zweifelsohne noch richtig viele krasse Death-Rattle-Viecher suchen. Somit haben wir also für eins einen, der Death-Rattle triggern kann, die meistens vielleicht sogar stark sind, ziemlich stark sind, und er wird auch noch stärker dadurch. Ich meine, 3-3er für 1, wie sick ist das denn? Das Ding hat eigentlich keine Downside, es sei denn, ihr müsst irgendein krasses Minions dafür killen. Aber da, so werdet ihr euer Deck natürlich nicht bauen. Also ich finde, Sanguine Revealer ist eine coole Karte. Auf jeden Fall. Klar, ich habe jetzt gerade The Dream aufgezählt, ja. Ihn mit Devilsaur Egg auf der Starthand mit Coin, das ist natürlich mega krass. Also auf jeden Fall Tempokarte. Sehe ich sehr, sehr viel Potenzial drin, jetzt schon. Und wir kennen noch nicht mal ansatzweise alle Karten. Deswegen den mal vormerken. Den finde ich richtig, richtig cool. Dann kommen wir zu Warrior. Als erstes mal die epische. Den epischen Spell. Bring it on! Gain 10 Armor, reduce the cost of minions in your opponent's hand by 2. Interessant. Interessant. Je nachdem, wie ihr es spielt. Es erinnert mich ein bisschen an mein Gefühl bei Dirty Red am Anfang. Wo ist sie? Da ist sie. Da war sie. Jetzt ist sie wieder da. Dirty Red ist gerade, wenn zum Beispiel euer Gegner gerade die Quest fertig hat oder euer Gegner eine leere Hand hat oder irgendwas. Oder er pokert einfach ein bisschen, ist die Downside, also der Nachteil dieser Karte, gar nicht so krass. Ne? Aber Bring It On, ich meine, 10 Mana für 2 ist insane. Ja, dass man, das ist einfach mal ein Drittel eures Lebens nochmal drauf. Ist auf jeden Fall Control-lastig. Ist interessant, also ich würde es jetzt vielleicht nicht gerade, wenn ich es auf der Starthand habe, spielen, aber vielleicht ein bisschen später. Vielleicht wenn euer Gegner gerade ein Aggro-Deck spielt, er hat seine ganze Hand verpfeffert, wie zum Beispiel beim Hunter, und ihr macht dann Bring It On. Ob er dann das nächste Vieh für uns sonst rausbringt und eine leere Hand hat oder für 2 ausgibt, ist ja scheißegal. Versteht ihr, was ich meine? Also richtig gespielt gegen das richtige Deck ist Bring It On auf jeden Fall cool. Ja, denke ich auf jeden Fall. Dann haben wir Mountain Fire Armor. Auch wieder ein 4-3 Minion für 3. Richtig coole Starts. Und if it's your opponent's turn, gain 6 Armor. Death Rattle. Okay. Sprich also, ihr werdet diese 6 Armor nicht bekommen, wenn ihr selber mit ihm andere Viecher tradet. Und jetzt? Versteht ihr? Und jetzt? Er kann dieses Vieh im Gegensatz zum Bear Shark clearen mit Fiery Axe, Wrath, Frostbolt. Das sind so die herkömmlichen Sachen.
Aber dann kriegt ihr 6 Armor. Und ich meine, 6 Armor sind 6 Armor, ja? Das ist praktisch also nochmal dieser eine Zauber geschenkt. Ne? Ja, wo ist er? Scheiß Filter. Moment. Ironhide. Praktisch geschenkt, sogar noch einen Armor mehr. Und es sind 4-3 Minions. Also, versteht ihr? Also, es ist eigentlich auch wieder eine schöne Beginner-Card eigentlich für Control Warrior. Der eben sehr viel Wert auf reichlich Armor setzt. Und deswegen finde ich eine coole Karte. Kannst du richtig schön on Curve spielen, baust ein bisschen Druck auf, weil nämlich der Gegner denkt, okay, kümmere ich mich jetzt um den? Oder lasse ich meinen Gegner traden, dass er die 6 Armor nicht kriegt? Aber dann kriege ich 4 Schaden in die Fresse. Er baut ein bisschen Druck auf. Ich finde es eine coole Karte, auf jeden Fall. Wenn so on Curve gespielt wird, wieso nicht? Wieso nicht? Der in der zweiten Runde rausgecoint, macht Druck. Ich finde es cool. Ich mag die Karte. Dann hätten wir Bloodraiser, die Waffe vom lieben Warrior, nämlich Battlecry and Deathrattle deal 1 damage to all minions. Okay, 2-2. Es erinnert mich an die gute alte, leider nicht mehr bestehende, aber damals auch vollkommen wahnsinnige Waffe, nämlich Deathbite. Die hatte nur Deathrattle, alle kriegen 1 damage, aber es war eine 4-2 Karte, aber für die gleichen Kosten. Also es ist praktisch ein Deathbite 2.0, nur dass er natürlich weniger Schaden macht, trotzdem clearen kann. Aber auch erstmal alle, also ja, es kann, ich meine, klar, Battlecry, ihr, durch den Battlecry und den Deathrattle, ich meine, ihr greift ja damit an, es sei denn, gut, es kann auch sein, dass er die Weapon cleart, dann könnte der Deathrattle-Effekt, also nochmal alle kriegen einen Schaden, natürlich unterbrochen werden und dann eintreffen, wenn ihr es nicht wollt, aber in der Regel werden diese einen Schaden dann aktiviert werden, wenn ihr es wollt, wann ihr es wollt, in der Regel. Deswegen, ich halte die Karte für die momentane Meta bisschen komisch, aber wir wissen auch zu wenig. Wir wissen auch zu wenig. Auch diese Karte kann gewollte Deathrattles auslösen. Auch diese Karte kann Enrage auslösen. Und deswegen mal vormerken. Dann hätten wir Animated Berserker. 1-3 für 1. After you play a minion, deal 1 damage to it. Eine 1-3er Minion für 1. Das war mal was Schönes. Das gibt's beim Warlock und beim Priester mit der Cleric und dem Void-Vieh. Wie heißt das Ding? Moment. Wie heißt er? Bin ich jetzt doof, Alter? Ich spiele den in jedem Warlock und mir fällt's da halt nicht ein. White Walker, sorry. Genau. Einfach mal eine 1-3er. Ist eigentlich ganz cool für den ersten Zug. Und auf jeden Fall Berserk. Also Enrage provozierende Karte. Zusammen meinetwegen mit I have an axe to grind Typ, ne, Bloodhoof Brave, auch der Worgen, der vielleicht dadurch wieder Meta werden könnte, ja, kann man machen. Animated Berserker, also in solchen tempolastigen Enrage-Decks vielleicht, muss man abwägen, weil Enrage war auch immer recht Meta-abhängig und hatte natürlich seinen Höhepunkt, während auch noch, scheiß Zwerg, wie heißt er denn? Also mir fallen gerade die Karten nicht ein, ne, ich bin gerade ein bisschen, doof. Das war noch nicht mal eine Warrior-Karte, sie wurde nur im Warrior gespielt. Grim Patron, muss gleich mal nachgucken. In Grim Patron. So, dann kommen wir noch zu den neutralen Karten. Nämlich erstmal mit, wir haben so viele, ganz ehrlich, so viele Vampire da drin. Prince Taldoram, den kenne ich glaube noch gar nicht. Ein 3-3er für 3. Battlecry, if your deck has no 3-cost cards, transform it into a 3-3 copy of a minion. Okay. Also jetzt mal ganz ehrlich, über die Karte müsste ich nachdenken. Also erstmal sind 3-Cost-Karten verdammt beliebt. Es gibt sehr, sehr viele, wenn wir jetzt mal da so durchgehen. Moment, wir gehen mal zu Standard, was ja die meisten von euch spielen. Ich ja auch. Aber es gibt so viele wichtige 3-Cost-Cards und dass man die einfach weglässt dafür, dass mal einmal transform it into a 3-3 copy of a minion. Zu was soll es denn werden, was so mega krass wird, außer zu Yishar vielleicht? Also das kann ich mir im Moment zumindest gar nicht vorstellen. Vor allem, transform it into a 3-3 copy of a minion. Von, also eins, was schon liegt, würde ich sagen, oder nicht? Oder zu irgendeinem. Zu was, was ich will. Was in meinem Deck ist. Was sagt so das Forum dazu? Das interessiert mich jetzt gerade. Was sagt das Forum?
Beim Druide sehen es viele. Ja klar, gut. Beim Druide, auch Ramdruid, da könnte man es machen, weil da braucht man. Ja stimmt, beim Ramdruid. Wenn ich jetzt mal auf meinen Ramdruid gehe. Moment, das ist nicht mein Ramdruid, das war so mein Adventure Druid. Moment. Ja gut, dann muss man aber trotzdem Feral Rage weglassen und das ist halt sehr wichtig. Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Bis jetzt weiß ich nicht so wirklich, was das werden soll. Dann haben wir, Prince Kalazas haben wir schon vorgestellt bei dem Release der Erweiterung. Dann haben wir Nerubian Unraveler. Ein 5-5er Minion, kostet 6. Spells cost 2 more. Bullshit. Das behindert euch genauso wie euren Gegner und für 6 und 5-5er ist Schwachsinn. Nee. Was ist das denn für eine Scheiße? Sorry, Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Nee, gar nichts. Nee, sehe ich gar nicht. Ist okay. Für 4 ein 3-3er, der Corpse Taker, Battlecry, gain taunt if your deck has a taunt minion. Repeat for Divine Shield. Lifesteal und Wind Fury. Ach so. Wow. Das heißt also, dieses Vieh bekommt, wenn ich ein Taunt-Minion drin habe, Taunt. Wenn ich ein Divine Shield, Repeat for Divine Shield, Lifesteal, Wind Fury. Ach krass. Das heißt also, wenn ich ein Taunt, Divine Shield, Wind Fury und Lifesteal-Minion im Deck habe, dann kriegt er das alles für 4-3-3. Wow. Wow. Das sieht stark aus. In einem Paladin vielleicht? Ja doch, im Paladin. Viele sagen Warlock, okay. Könnte ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Für 4. Da müsste man halt echt mal alle Vorkost-Minions vergleichen, aber könnte ein cooles Power-Minion sein für die vierte Runde. Finde ich eigentlich ganz geil. Ist so ein bisschen wie ein etwas teurerer Wicker Flame, ne? Ist so ein bisschen wie ein teurerer Wicker Flame. Sorry, die Karte sehe ich jetzt übrigens auch zum ersten Mal. Hört sich stark an. Hört sich auf jeden Fall stark an. Aber man sollte auf jeden Fall, denke ich, darauf Wert legen, dass auch wirklich alle Attribute in irgendeiner Weise in dem Deck vorhanden sind, weil sonst lohnt sich's dann doch. Also für einen 3-3er mit Spot braucht er jetzt nicht 4 Mana ausgeben. Da ist sogar der gute alte Grizzly besser. So, als nächstes kommen wir zur ersten revealten Karte nach der Erweiterungsankündigung, nämlich Ticking Abomination. Für 4 und 5 6er Deathrattle, deal 5 Damage to your Minions. Für diese Karte sehe ich eigentlich nur einen Anwendungsbereich, nämlich wenn ihr ein Deathrattle-Deck habt. Ein pures Deathrattle-Deck. Also damit könnt ihr sämtliche Eier sprengen, ganz klar. Devilsaur Egg. Wenn ihr Wild spielt, auch eine Nerubian Egg oder Dragon Egg oder Mystic Egg auch noch. Dafür, um das zu triggern, auf einen Schlag meinetwegen, in der vierten Runde, kann man machen. Oder ihr macht halt ein bisschen Druck in der vierten Runde oder in der dritten, eventuell mit dem 5-6er. Das Vieh als alleiniges Minion zu spielen und die Downside in Betracht zu ziehen, dass ihr sonst nichts spielen dürftet, wird wahrscheinlich genauso schief gehen wie bei dem guten alten Unlicensed Apothecary. Da habe ich auch erst gedacht, okay, beim Handlock vielleicht irgendwie, nur dann halt nichts mehr spielen, sondern nur noch ihn. Aber euer Gegner wird einfach euch dann zerreißen und ihr werdet irgendwann was spielen müssen. Deswegen, auch bei Silence Priest wurde überlegt, dafür ist es einfach zu teuer und seine Stats sind nicht gut genug, dafür, dass ich den jetzt silence und deswegen ins Deck Tour nehme. Nee, ansonsten ist sie Bullcrap. Also wenn die nicht wirklich zum Deathrattle triggern da sein soll, ist sie, finde ich, bisher Bullshit. So, kommen wir schon zur letzten Karte für heute? Ja, was heißt schon, wir sind ja schon wieder so lang am Reden. Bonemare, für 7 in 5-5er, Battlecry, give a friendly minion plus 4-4 and taunt. Wow. Ist ein bisschen slow. Erinnert mich an eine Vieh, was ich nicht habe. Genau, Don Hancho. Nur, dass es halt schon plus 5. Nur, dass es eben Don Hancho plus 5-5 gibt und das Bone Mare eben plus 4-4, aber Spott noch dazu. Kann halt Ärsche retten. Das auf jeden Fall. Egal, auf was es gespielt wird, ob es ein 1-1er oder ein 5-5er oder sonst was ist, es kann Ärsche retten und auch finishen mit 4 zusätzlich Schaden. Es ist halt kein Beast, es hat kein wirkliches Attribut, wo es vielleicht in irgendeiner Weise synergieren könnte. Für 7 und 5-5er, es geht schlimmer.
Also halte ich für ein relativ starkes Arena-Monster vor allem. Vor allem bei Arena. Aber ich weiß nicht. Ich sehe kein konkretes an, also ich sehe jetzt keine konkrete Mechanik, wo ich sagen würde, da muss er rein. Aber trotzdem, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Es kann, wie gesagt, Ersche retten. Es kann Ersche retten. Und in der 7. Runde sollte man eigentlich irgendwas auf dem Feld haben, was damit synergiert. Ja. Mal abwarten. Mal abwarten. Ich sage jetzt nicht scheiße, ich sage aber auch nicht bestialisch gut. Also, weil, wie gesagt, ich habe dann, man hat halt, wenn man so mal drüber nachdenkt, verschiedene Fälle im Kopf. Aber mir kommt jetzt nicht irgendwie der Fall im Kopf, weil ich sage, ja, da und da und da und da, sondern es kommt nur, okay, entweder da oder da ist es gut. Versteht ihr? Also es gibt nicht so viele Anwendungsbereiche, wo ich sage, wow, Value des Zorns. Nee. Naja. Gut, damit sind wir durch für die ersten 33 Karten. Das war die erste Card-Review. Die nächste, würde ich sagen, in den nächsten 3 bis 4 Tagen werde ich die nächste Erweiterung, in den nächsten 3 bis 4 Tagen werde ich die nächste Card-Review dann bringen, je nachdem, wie sich die Karten verhalten, also wie oft sie revealed werden. Wir sehen uns dann bei der zweiten Folge wieder und ich wünsche euch noch weiterhin viel Vorfreude. Das war euer Olli von den Aufregers. Over and out.